Servus Leute und willkommen zurück zu CT6L 2012. Moment mal kurz, bevor ich hier was mache, speichere ich mal lieber. Man weiß ja nie, was passiert bei dem Spiel. Wie gesagt, ich bin immer noch in den Vorproduktionsfolgen und es kann sein, dass halt nie mal dann ein paar Tage nichts kommt. Aber das werde ich jetzt noch ein paar Mal erwähnen, dann wissen es eh alle, also lasse ich das gleich. Bin ich hier richtig? Nein, ich bin hier nicht richtig. Doch, ich war doch hier. Ich habe jetzt innerhalb von der Aufnahmepause von 2 Sekunden schon wieder vergessen, wo die Gebäude sind. Das ist perfekt. Ach, die sind hier einfach nur so im Content drin. Gut. Dann hat sich das geklärt. Das wollte ich jetzt nicht. Random Gebäude drehen ist random. Aber gut. Ich hoffe mal, dass das mit den Spielständen sichern klappt. Bei CT6L ist das immer so eine Sache, weil man ja auch die Mods sichern muss und dann sich nicht sicher sein kann, ob alles richtig installiert wird wieder. Aber das sollte eigentlich gehen, bisher hat es immer geklappt. Also bin ich da mal guter Dinge, dass das hinhaut. Man muss halt nur vielleicht damit rechnen, dass 1-2 Tage mal keine Folgen kommen, aber es sollte eigentlich gehen. Und jetzt habe ich es trotzdem wieder erwähnt, obwohl ich gesagt habe, ich erwähne es nicht mehr. Ich kann mich auch nicht beherrschen, was sowas angeht. Ich sage manche Sachen oft, viel zu oft, sagen wir mal so. Ich bin da immer so ein bisschen jemand, der gern zu extrem auf Nummer sicher geht. Das merkt man auch irgendwo dann im Berufsleben, sage ich mal, oder auch in der Schule. Ich gehe immer ein bisschen zu sicher und dann nervt das meistens die anderen. Naja. Hat den Vorteil, dass man halt weniger Risiken eingeht. Aber manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, Risiken einzugehen. Man weiß es ja nicht. Man sagt immer so schön, der Risk No Fun kann sich auf alles beziehen, sagen wir mal so. Man kann das auch ins Sinnlose treiben, indem man das auf irgendwelche gefährlichen Aktionen überträgt, aber naja, das kann man mit jedem Spruch irgendwie machen. YOLO ist ja auch so eine Sache, aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen, auf den Spruch, bitte nicht. Ich tu mir das nicht an. Ich weigere mich, YOLO zu benutzen. Also auch nicht, wie das überhaupt schon wieder entstanden ist. Ich habe keine Ahnung. Und mich interessiert es auch, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht. Weil das sind so Trends, die kann ich einfach nicht verstehen. Vor allem, es gibt ja tatsächlich Leute, die leben nach dem Shit, die nehmen das ernst. Und das ist halt das große Problem an sowas. Es gibt immer dumme Menschen, die alles ernst nehmen. Sieht man ja jetzt wieder an dem Beispiel mit dem, letztens ein Bild rumging mit dem iPhone 6 Wave Charge Zeugs da, wo mal wieder irgendein Spaßvogel eine Anzeige ins Internet geschalten hat, dass man sein iPhone ja mit 90 Sekunden Mikrowellen, also mit 90 Sekunden in der Mikrowelle aufladen kann. Und es gibt einfach Leute, die das tun. Und die sich dann wundern, warum ihr iPhone explodiert. Ach Gott. Ich verstehe sowas nicht. Das ist ein bisschen grundsätzlich Hirn muss man doch im Kopf haben. Man kann doch jetzt nicht komplett aus Stroh bestehen, oder? Ich meine, ich will das ja gar nicht den Amerikanern zum Vorwurf machen, aber das wirft kein gutes Licht auf das Volk. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das bei uns nicht vorkommt. Aber bei den Amerikanern häuft sich sowas dann immer. Ich weiß nicht, was bei denen falsch läuft. Irgendwas muss da gehörig schiefgegangen sein. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich kann da nicht mehr mal drüber lachen, weil es einfach nur traurig ist. Ich meine, das sind 900 Euro, die da manche Leute in ihre Mikrowelle zerbrutzeln lassen quasi, weil sie einfach zu doof sind, das zu kapieren. Ach ja, ich weiß nicht. Aber die meisten interessiert es wahrscheinlich nicht, weil die kaufen sich halt einfach ein neues. Ja, das ist so. Ich habe im letzten Skyrim Let's Talk auch schon so ein bisschen über diesen Fanwar geredet. Apple, Android, oder in letzter Zeit hat sich sehr eher so rauskristallisiert, Apple gegen Samsung. Weil Samsung halt so ein bisschen die Fanboy-Version von Android ist, habe ich ja schon mal erwähnt. Einfach, bei Samsung gibt es genauso fette Fanboys wie bei Apple. Ich hasse sowas einfach. Ich meine, ich habe auch ein S3. Das ist ein gutes Handy, aber auch nur, wenn man die Samsung-Software runterklatscht. Die ist nämlich kacke. Total, übrigens. Mein Handy läuft seitdem 3-mal schneller, als seit ich CyanogenMod drauf habe. Man muss halt ein bisschen wissen, was man tut, aber naja. Ich weiß nicht, was man dazu noch sagen soll. Ich meine, es wird immer wieder breitgetreten mit diesem Fanwar. Es wird auch immer wieder geschürt. Auch durch die Unternehmen selbst, die wollen das natürlich auch zu einem gewissen Punkt.
Das ist ja für die nur PR, wenn sich die Gegner untereinander bekriegen und wenn ständig irgendwelche, ich sag mal, Apple-Hates oder sonst, oder auf der Gegenseite auch Samsung-Hates natürlich aufkommen sollten. Ich meine, diese ganze Hate-Welle, die da von, vor allem natürlich gegen Apple immer ausgeht, die, ich meine, die hilft ja den einen oder anderen Herstellern nur selbst. Deswegen wird Samsung Teufel tun und sagen, macht das nicht mehr, Leute. Das werden die niemals tun. Und solange wird dieser Fanwar auch weitergehen, wie die Hersteller das indirekt unterstützen. Aber naja. Ach, vielleicht würde es auch mal helfen, wenn man einfach mal ein paar Sekunden nachdenkt, bevor man was rausplaudert. Ich habe bisher noch kein iPhone benutzt, muss ich sagen. Ich würde mir auch keins kaufen, schlicht weil es mir vom Preis-Leistungs-Verhältnis her nicht gut genug ist. Da kaufe ich kaufe mir auch kein Samsung mehr, das hatte ich auch schon im Ding erwähnt, im Skyrim Let's Talk. Also, naja. Jeder kann sich kaufen, was er möchte, sage ich da mal. Also kann ich das hier hinten irgendwie noch schließen? Ich möchte jetzt auch nicht Ewigkeiten herumgammeln, ich möchte nämlich eigentlich, wollte nämlich eigentlich was anderes machen. Nämlich eine U-Bahn gestalten. Das Problem ist, ich habe mich wieder ablenken lassen. Aber das ist ja gar nicht so tragisch, weil wir brauchen hier sowieso Wohnraum. Insofern trifft sich das immer ganz gut. So, hier geht mal wieder irgendwas nicht. Ich verstehe es immer nicht so ganz, was da los ist. Aber ich kann das hier schließen, das ist perfekt. Dann kann ich nämlich hinten noch ein Gebäude hinstellen. Es sieht zwar dann ein bisschen komisch aus, aber es ist ein bisschen dichter dann. So. Sieht auf jeden Fall recht interessant aus hier. Das Gebiet. Gut, dann wollen wir das mal mit Plaza schließen. Und bevor ich da weitermache, kümmere ich mich mal um die U-Bahn. Ich werde die aber erstmal nur in der Innenstadt machen mit Erweiterungspotenzial, sage ich mal. Weil ich mir noch nicht so genau sicher bin, wie das alles dann, wie ich das Netz aufbaue. Da muss ich jetzt erstmal schauen, wie das alles läuft. So. Haben wir hier auf jeden Fall schon mal den Anfang einer Lückenschließung quasi gemacht. Dann wird das auch endlich mal zu hier. Wir haben die Stadt um ein Vielfaches erweitert. Ich meine, wir haben jetzt durch die kleine Erweiterung hier 600... Ja, keine Ahnung, wie viel wir vorher hatten. Ich kann an meinem Spielstand schauen. Moment. Als ich geladen hatte, hatten wir 578.000. Jetzt haben wir 626.000. Also durch das Viertel hier sind schon mal knappe 50.000 Einwohner dazugekommen. Was irgendwie... Ja, ist ein bisschen unrealistisch, oder? 50.000 Einwohner nur für das Viertel hier hinten? Das ist ein bisschen viel, oder? Ich meine ja nur. Es, naja, es summiert sich wahrscheinlich. Oder die wohnen hier zu fünft in einem Zimmer. Das kann natürlich auch sein. Man weiß ja nicht, was da so abgeht. Gut, U-Bahn. Folgendes. Man könnte theoretisch jetzt eine normale U-Bahn bauen. Das Problem ist, ich habe... Da, wenn ich sie gerade finde, die normalen U-Bahn-Stationen sehen so aus. Die sind recht groß. Das ist das Problem an der Sache. Ach, hier ist ja noch der Graben. Genau, da kann ich ja eh nichts bauen. Aber hier hinten könnte ich. Die, glaube ich, sind... Die sind nicht Deko. Die sind viel, viel kleiner. Die kann man auch an den Straßenrand bauen. Und ich werde vermutlich auch entweder die oder die hier nutzen. Das, glaube ich, ist das Beste. Ich glaube, die schauen am besten aus, ne? Die sind halt sehr platzsparend, weil ich meine, so ein U-Bahn-Eingang ist übertrieben. Den findest du vielleicht in Moskau, aber nicht in einer normalen europäischen oder amerikanischen Stadt. Das Problem ist halt, ich muss mir jetzt erstmal überlegen, wo setze ich die Stationen hin, dann alles löschen, was das blockieren könnte und dann schauen, dass ich die U-Bahn hier irgendwie rumgefummelt kriege. Das ist das große Problem an dieser U-Bahn. Ich werde es vermutlich so machen, dass ich hier erstmal eine Ringlinie in der Innenstadt durchführen werde, die sich so ungefähr an diesem äußeren Schnellstraßenring orientiert, aber nicht direkt. Die wird ein bisschen weiter innen verlaufen, einfach damit wir hier alles abgedeckt haben. Das Problem ist, ich muss halt jetzt erstmal Stationen finden und danach die ganzen Plazas wieder einfügen, die ich lösche im Laufe des Baus. Das ist so ein bisschen das Problem jetzt. So, wo ist eigentlich unser Rathaus? Hier. Okay, da würde ich gerne eine Station haben. Wobei, das ist ja wieder so, naja, das passt ja dann nicht mit dem Ring zusammen hier, ne? Die Station müsste eigentlich... die könnte man hier hin machen, beim World Financial Center. Da machen wir hier mal eine hin. Ich kann die ja mal bauen.
Ich glaube, das geht. Ja, genau, das ging. U-Bahn-Gesellschaft fehlt auch noch. Die muss ich dann auch noch bauen, aber jetzt kümmere ich mich erstmal um die Station. Da muss ich mir nur merken, wo die sind. Hier hatten wir eine. Dann will ich hier in diesem Gebiet bei dem Turm hier irgendwo eine haben. Ich weiß nur noch nicht genau, wo da Platz wäre. Hier dazwischen vielleicht. Muss ich mal ganz nah rein hier, dass ich das bauen kann. Machen wir hier noch eine U-Bahn-Station hin, die muss ich dann nur wieder finden. Und dann die ganzen Plazas natürlich auch wieder löschen. Nicht löschen, einfügen. So, dann haben wir eine Station hier vorne. Eine Station ist hier, die sind ziemlich nah zusammen. Wo kommt denn die nächste hin? Hier vorne ans Eck könnten wir eine gestalten. Dann würde ich gerne. Da muss die U-Bahn hier so ein Knick. Ja, wobei, das könnte ich eher weiter in die Richtung verschieben, ne? Ein bisschen hier rein, aber da haben wir keinen Platz. Da ist alles voll. Das heißt, die U-Bahn wird wahrscheinlich recht hässlich werden. Also die Linie selber wird wahrscheinlich recht hässlich. Kann ich jetzt aber auch nichts dran ändern im Endeffekt. Weil hier haben wir keinen Platz. Hier ist alles zu. Ja gut, dann müssen wir das so lassen. Dann macht die U-Bahn hier so einen Bogen rum. Dann wird eventuell. Wo könnten wir denn jetzt wieder eine U-Bahn-Station hinmachen? Natürlich wäre es praktisch, wenn hier eine wäre. Oder an dieser großen. Naja, ich will sie nicht so weit hier drin ran langführen eigentlich. Das ist gar nicht so einfach, ihr merkt das, ne? Man könnte jetzt, wenn die hier drüben ist, in den Bogen hier rum und dann hier eine machen vielleicht. Warum sind eigentlich die Car-Ploppables wieder da? Ich hatte doch den Mod drin, dass die nicht mehr da sind. Habe ich den irgendwie deinstalliert oder buggt das gerade nur? Komisch. Naja, soll mir mal gerade egal sein. Es wundert mich nur ein bisschen. Gut, dann hier hinten irgendwo noch eine. Und dann kommen wir eh schon wieder zurück. Könnten wir vielleicht hier. Nein, das ist Bestandteil des Gebäudes, das ist keine Plaza. Das ist blöd. Ja, hier außen ist auch doof. Hier zwischen ist wahrscheinlich kein Platz. Dann müssten wir hier vielleicht noch eine hinbauen. Dann hat das World Financial Center quasi zwei Zugänge zur U-Bahn. Jetzt schaue ich mal, ob ich da eine Linie gestalten kann. Das wird jetzt nämlich witzig. Das ist nämlich nicht so einfach. Jetzt hier hin. So, und jetzt geht es nämlich an die Kurven. Jetzt seht ihr das Problem, das ich mit diesen U-Bahnen habe. Man kann hier quasi nicht direkt beeinflussen, wo die Kurven lang gehen. Das ist extrem störend. Das heißt, ich werde wohl oder übel diese U-Bahn-Station hier woanders hinlegen müssen. Ich werde die wohl oder übel hier vorne irgendwo hinlegen müssen, sonst geht das alles nicht auf. Schauen wir mal, ob es jetzt geht. Also ist die Kurve zu steil. Hä? Moment mal. Nicht, dass ich hier versehentlich noch andere Gebäude baue, noch andere Haltestellen, das will ich jetzt nicht. Kann irgendwie auch durchaus passieren, wie ihr seht, ja, hier baut man welche dann. Die sollen sich schon hier anfügen. So, warte ich dann die nächste, ich glaube in der Kurve hier rum, aber das kann jetzt durchaus sein, dass die Kurve zum Beispiel wieder nicht funktioniert. Jupp, das hatte ich befürchtet. Das heißt, wir müssen hier drüben noch irgendwo. Hier, ja. Oder wir müssen die nach vorne verlegen hier. Die muss weiter hier rein, irgendwo. Dann mache ich die hier hin. Dann kommt die hier hin. Wenn das Blöde ist, man muss jedes Mal wieder von vorne anfangen. Was natürlich nicht sehr förderlich für. Ja, nicht sehr förderlich ist, sagen wir es mal so. So, hier eine. Hier eine. Dann hatte ich die andere jetzt hier platziert irgendwo. Ich finde sie gerade schon wieder nicht mehr. Ach, da vorne war sie, ne? Die Kurve geht. Perfekt.
Geht die Kurve jetzt noch? Naja, hier hinten hatte ich jetzt keine. Da müsste ich hier noch eine platzieren, oder? Wo war denn da noch eine? Hat der, glaube ich, keine mehr dann, oder? Ja, da muss hier noch irgendwo eine rein. Möglichst weit hinten. Ja, vielleicht nicht ganz so weit hinten. Das ist halt echt ein bisschen arg nervig. Dass man das jedes Mal wirklich neu bauen muss. Und dann muss ich ja auch noch die ganzen Blasers wieder hinsetzen. Und ich bin bei 15 Minuten. Das bauen wir nächste Folge weiter. Man sieht sich morgen. Und bis dahin, Servus.